Ja, Finanzkriminalität ist ja ein komplexes Thema und in der Größe liegt die Herausforderung. Wir sind der größte Euro-Klärer der Welt und auch deshalb benutzen wir die künstliche Intelligenz oder besser gesagt KI, um Verbrechen zu vermeiden. Außen darstellen. Also wenn da jetzt ein Profi sich das anguckt, groß hinzoomt und... Wo ist denn jetzt die KI auf dem Schirm zu sehen? Also im Prinzip ist es das hier, was du hier sehen kannst. Das ist letztendlich der Quellcode von dem KI-System. Das sind eben im Prinzip die Ausgaben, die Rückmeldung vom System, was mache ich gerade. Ja. Und habe ich schon was gefunden im Prinzip. Habe ich mir jetzt ein bisschen spannender vorgestellt. Ja, tatsächlich ist es optisch natürlich nicht so spannend, ja, aber für uns ist es ganz hilfreich so. Da jetzt eine neue Zeile reinkommt, ist das ein neuer Verdachtsmoment? In dem Fall noch nicht, aber jetzt fängt es halt an. Ja. Also hier in dem Schritt werden die Verdachtsmomente generiert. Ja. Also wir nennen das erstmal Outlier Detection. Ah, okay, das sehe ich jetzt auch hier. Genau, das heißt, ihr habt jetzt wirklich einen Geschäftsvorfall entdeckt, der könnte. Ja, das läuft gerade, ja. Also da werden jetzt Kohorten von Transaktionen, ja, werden jetzt analysiert von der KI und die schreibt jetzt schon im Hintergrund die Verdachtsfälle auf. Das heißt, da wird jetzt ein Business Case Geldwäsche angelegt für diese. Da wird im Prinzip noch nicht ein Business Case Geldwäsche angelegt, aber es wird im Prinzip schon mal ein Verdachtsmoment generiert. Ja, da heißt es, okay, wir haben hier eine Transaktion gefunden, die prinzipiell auffällig ist aus unseren Gesichtspunkten und es kann theoretisch Geldwäsche sein. Wie funktioniert jetzt die KI und hat die überhaupt einen Namen bei euch? Ja, die hat tatsächlich einen Namen. Wir haben einen Codenamen, der heißt in diesem Fall Black Forest. Oh, schön. Und von der Funktionsweise her ist es so, dass wir eben verschiedene Kriterien der Transaktionen eben begutachten. Also wie ist zum Beispiel der Betrag der Transaktion, welche Währung hat die Transaktion, in welches Land geht die Transaktion oder welche Art, also welcher Typ von Transaktionen ist es. Ja, also zum Beispiel habe ich jetzt eine Überweisung über Online-Banking gemacht, war ich am Automaten, am Schalter oder sonst irgendwas. Und diese Kriterien geben wir letztendlich in die KI rein und die lernt automatisch typische Pattern aus dem vorhandenen Transaktionsstrom und filtert dann die Dinge raus, die nicht zum typischen Pattern eben passen. Also die wird immer besser mit der Zeit? Die lernt über den Gesamtzeitraum der Transaktionen, die wir inzwischen zur Verfügung haben und wird mit der Zeit immer besser. Hier sehen wir dann halt einfach auffällige Kundenverbindungen. Auf der Grafik sind verschiedene Kunden zu sehen. Also jeder Punkt steht für einen Kunden. Die blauen Kunden sind letztendlich die, die in der Deutschen Bank sind. Und die grauen Punkte sind Kunden, die letztendlich bei externen Banken sind und eine Beziehung zu den Kunden bei uns in der Bank haben. Und zum Beispiel dieser rote Strang wäre letztendlich was man sich genauer angucken muss, weil da gegebenenfalls ein Geldwäscheverdacht besteht. Habt ihr schon mal jemanden erwischt? Ja, wir haben tatsächlich schon mal jemanden erwischt. In einem Fall ging es um Steuerhinterziehung und in einem zweiten Fall ging es um dass jemand Bezug hat zur organisierten Kriminalität. Ja, und was passiert, wenn die KI was gefunden hat? Das kann uns Alexander Göttmann erklären. Du bist der Leiter des Geldwäscheverdacht Meldewesens. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Das ist richtig. Alexander, was passiert, wenn die KI was meldet? Das wird an uns eskaliert als Fall. Wir schauen uns dann die Auffälligkeit an. Das kann verschiedene Ursachen haben, warum es auffällig ist, dass es nicht mit dem Verhalten des Kunden zusammenhängt, dass bestimmte Methoden oder Regeln angeschlagen haben in Kombination. Und dann prüfen wir, inwieweit sich dieser Anfangsverdacht erhärtet hat. Wenn das so ist, dann melden wir das an die sogenannte FIU, die Financial Intelligence Unit, ein Teil des Zollkriminalamtes. Wir als Team sind hier auch stolz drauf, dass wir auch die Ermittlungsbehörden und die Bekämpfung der Kriminalität, der organisierten Kriminalität, des Terrorismus, der Drogenkriminalität, dass wir auch hier mit unseren Mitteln dazu einen Teil beisteuern können. Also will die Bank das auch machen? Die Bank will das auch machen. Wir müssen es natürlich auch machen. Wir sind natürlich auch gesetzlich dazu verpflichtet. Aber ich glaube, ich kann hier im Namen von aller Mitarbeiter sprechen, dass jeder das auch machen will und auch hier diese Leidenschaft hat, um die Kriminalität zu bekämpfen. Danke.